Depressionen sind eine häufig vorkommende Erkrankung der Psyche, also dem Denken und Gefühlsleben eines Menschen. Jeder kann an Depressionen erkranken, egal ob jung, alt, arm, reich, dick, dünn, männlich oder weiblich. Die Symptome jedoch sind von Person zu Person unterschiedlich, denn es gibt viele verschiedene Arten von Depressionen, die an unterschiedlichen Anzeichen erkannt werden können. Bei einer Depression handelt es sich um eine Stoffwechselstörung im Gehirn, bei der die Botenstoffe, die für die Übertragung der Energie zwischen den Hirnzellen notwendig sind, nicht ausreichend vorhanden sind. Depressive denken oft über sich, dass sie mit ihrer Krankheit allein sind. Das Gegenteil trifft zu. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit mehr als 120 Millionen Menschen davon betroffen. Bei Frauen wird die Diagnose 2- bis 3-mal so häufig gestellt wie bei Männern. Depression kann jeden treffen. Allein in Deutschland gehört mit etwa 4 Millionen Betroffenen die Depression sogar zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Jeder 5. Bundesbürger erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Schätzungen zufolge wird sich bis zum Jahr 2020 die Anzahl der Betroffenen verdoppeln. Mögliche Anzeichen sind eine anhaltende, gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit und Interessenverlust. Einigen Depressiven fällt das morgendliche Aufstehen sehr schwer. Sie finden dafür und auch für anderes keine Motivation. Der eine Depressive weint immerzu, der andere wiederum ist überdreht und ängstlich, ein weiterer rennt wie aufgescheucht umher, ist fahrig und vergesslich. Viele Betroffene sind phasenweise kaum imstande, sich zu konzentrieren und haben Schwierigkeiten beim Denken. Depressionen können sich auch in verschiedenartigen körperlichen Beschwerden äußern. Das sind zum Beispiel Schmerzen oder diverse Kreislauf- oder Magen-Darm-Störungen. Eine grundlegende Ursache liegt darin, dass der Hirnstoffwechsel aus dem Lot geraten ist. Die Unfähigkeit, Stress zu bewältigen, kann als verstärkende Ursache bezeichnet werden. Aber auch gravierende Veränderungen der Lebensumstände können eine weitere Ursache sein. Oft kommen auch verschiedene Ursachen zusammen und verstärken sich gegenseitig. Aus diesem Grund gibt es weder die typische Depression noch den typischen Depressiven. Wer an einer Depression erkrankt, leidet unter einer anhaltenden, tiefen Herabgestimmtheit, aus der er sich in der Regel nicht mehr selbst befreien kann. Wenn diese Krankheit nicht erkannt und behandelt wird, dann kann das tödlich enden. Die Mehrheit der Betroffenen hat früher oder später Selbstmordgedanken. 10-15% aller Patienten mit wiederkehrenden depressiven Phasen nehmen sich letztlich das Leben. Darüber zu sprechen ist der erste Schritt auf dem Weg heraus aus den Depressionen. Auch wenn es sehr schwer fällt, sollte jemand, der bei sich selbst Depressionen vermutet, sich jemandem mit diesem Problem anvertrauen. Und umgekehrt sollten Außenstehende, die Anzeichen einer Depression zu erkennen meinen, diesen Menschen ebenfalls ansprechen, um ihm den ersten Schritt zu erleichtern. Der nächste Schritt sollte zum Hausarzt führen. Dieser kann einschätzen, ob es sich tatsächlich um Depressionen oder etwas völlig anderem handelt. Vorsichtig sollte man reagieren, wenn der Arzt sofort und als einzige Behandlung Medikamente verschreibt. Von dem Hausarzt wird man entweder zu einem Psychiater, zu einem Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder zu einem psychologischen Psychotherapeuten überwiesen. Diese Fachleute stellen dann nach Gesprächen und Untersuchungen die Diagnose und erarbeiten einen Behandlungsplan. Es gibt mehrere Wege, Depressionen zu behandeln. Zum Beispiel mit Medikamenten oder mit Hilfe der Psychotherapie. Weitere Maßnahmen kann man unter dem Begriff der unterstützenden Therapien zusammenfassen. Häufig werden diese Behandlungen miteinander kombiniert.
Die Medikamente, genauer gesagt die Antidepressiva, bringen die Hirnbotenstoffe wieder ins Gleichgewicht und normalisieren die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen. Doch Vorsicht, Antidepressiva bekämpfen die Symptome und nicht die Ursache. Wenn die Medikamente abgesetzt werden, sind die Symptome wieder da. Darum sollte man die Ursache angehen. Mithilfe der Psychotherapie kann dieser Problemursache durch Gespräche mit einem Therapeuten auf den Grund gegangen werden. Die Behandlung mit Medikamenten ist für diese Gespräche oft eine gute Grundlage. Die Aufarbeitung der Ursachen steht jedoch im Vordergrund. Dabei helfen auch die unterstützenden Therapien. Das sind zum Beispiel die Ergotherapie, die Bewegungstherapie und verschiedene Entspannungsverfahren. Allgemein sind Sport und eine gesunde Ernährung sowie ein gesunder Umgang mit sich und seinem Körper grundlegend wichtig. Bei schwereren Depressionen ist der Aufenthalt in einer Klinik nötig. Dort können dann die verschiedenen Behandlungsformen miteinander kombiniert und durchgeführt werden. Aber keine Angst, so eine Klinik ist keine Klapse und man ist nicht verrückt, wenn man sich in eine solche begibt. Und wenn man es unbedingt will, bekommt es auch niemand mit. Diese Informationen sind nur eine grundlegende Zusammenfassung des Themas. Verwenden Sie diese nicht als alleinige Grundlage für gesundheitsbezogene Entscheidungen. Fragen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden unbedingt Ihren Arzt.